Streckenlänge im Koordinatensystem, unser Thema für heute. Ja, das kennen wir noch vor ganz, 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 ganz grauer Zeit. Es war zwar dieses Schuljahr, aber da haben wir uns kurz im Koordinatensystem mit Streckenlängen befasst. Nämlich dann, wenn sie senkrecht zur X-Achse stehen, beziehungsweise parallel zur X-Achse und so weiter, dann können wir nämlich die Länge der Strecke anhand der Koordinaten ablesen. Also zum Beispiel ist hier die Y-Koordinate von B ist 2. Und die Y-Koordinate von A ist 8, dann muss ich das obere minus das untere rechnen. 8 minus 2 und dann hätte ich die Länge der Strecke gehabt. 6 Längeneinheiten. War einfach, kam auch selten mehr vor. Das, was wir heute machen, ist etwas komplizierter. Dieses Mal haben wir eine Strecke, auch wieder im Koordinatensystem, aber die ist nicht parallel und auch nicht senkrecht zu irgendwas. Das heißt, wir müssen da auf einen anderen Weg gehen. Also mit direkt ablesen geht's nicht, aber wenn wir die Koordinaten ablesen, können wir trotzdem was berechnen. Wie wir das beim Pythagoras bei den Aufgaben immer schon mal wieder gemacht haben, es geht hier darum, ein rechtwinkliges Dreieck zu finden. Also, das sind mal meine Koordinaten in Abhängigkeit, die x-Koordinate von a und die y-Koordinate von a, die x-Koordinate von b und die y-Koordinate von b. Ja, die nehmen wir jetzt einfach mal, um eine Formel zu generieren. Am geschicktesten wäre es doch, wenn das eine Länge in einem rechtwinkligen Dreieck ist. Also AB Quadrat. Ich habe es jetzt hier gleich als Hypotenuse genommen. Und dann versuchen wir ein rechtwinkliges Dreieck zu zaubern, wo wir die Seiten dann direkt ablesen können. Ich fasse gerade nach. Das ist doch hier ein wunderbares rechtwinkliges Dreieck. Und diese beiden Strecken, was ja jetzt die Katheten sind, die können wir tatsächlich direkt von der X-Achse bzw. hier von der Y-Achse ablesen. Das hier ist nämlich xb minus xa. Hier dran ist die x-Koordinate von b und das ist die x-Koordinate von a, also der Wert minus dem Wert. Und auf der Seite ist es anders oder nicht anders, fast ähnlich. Der y-Wert von b minus der y-Wert von a, das ist diese Seite. So, und jetzt haben wir die beiden Katheten. Die heißen so. Natürlich, wenn ich die Koordinaten gegeben habe, dann heißen die nicht mit Variablen, sondern dann sind da echte Zahlen drin. Nur um eben die Formel aufzustellen, brauchen wir direkt diese beiden Seiten. Ja, wenn also quasi AB die Hypotenuse ist, dann muss ich eigentlich die anderen nur ins Quadrat setzen. Und um das jetzt nach AB aufzulösen, denn ich will ja die Länge der Strecke AB und nicht das Quadrat der Länge, muss ich auf beiden Seiten noch die Wurzel ziehen. Und das hier ist tatsächlich die Formel für irgendeine Länge in der Strecke. Das heißt, habe ich die Punkte A und B gegeben, dann muss ich jetzt nur hier XB einsetzen, XA einsetzen, YB einsetzen, YA einsetzen. Das ist grundsätzlich sehr kompliziert, man muss da nämlich höllisch aufpassen, dass man da keine Werte durcheinander bringt. Man muss auf das Minus hier Acht geben, also hier muss ein Minus stehen, dazwischen muss ein Plus stehen, kommt ja von Pythagoras, dieses Plus hier in der Mitte, dass man da aufpasst, dass man das nicht vergisst. In der Formelsammlung finden wir es auf Seite 42, komischerweise steht es da aber im Zusammenhang mit Vektoren. Vektoren deshalb, denn das hier ist ja nichts anderes wie Spitze minus Fuß. XB minus XA, also der X-Wert von, wenn wir das jetzt zum Vektor hätten, Spitze minus Fuß und der Y-Wert YB minus YA ist auch Spitze minus Fuß. Theoretisch könnte ich also, wenn ich die Vektoren habe, die X-Koordinate vom Vektor zum Quadrat und die Y-Koordinate vom Vektor zum Quadrat, weil das nichts anderes ist als die Koordinaten vom Vektor. Ja, XB minus XA, YB minus YA. Und da haben wir auch schon die große Schwierigkeit, dass man es leicht verwechseln kann, nämlich mit Vektoren, dass man das nicht durcheinander bringt. Und natürlich, wenn man es mit Vektoren verwechselt, dann kann man es auch wieder ganz leicht mit der Steigung verwechseln, wo ja gleich das Gleiche reinkommt. Also diese drei Formeln muss man gut unterscheiden können. Die zweite braucht man eher selten, die hier ist wichtig. Tja, das ist alles, was wir heute neu lernen. Ich habe gleich mal noch ein Beispiel mitgebracht. Ich habe die Punkte P und Q. Ist natürlich schon ein kleiner Transfer dabei. Ich muss jetzt natürlich das genauso abändern wie hier oben. Also, die Strecke PQ ist irgendwas zum Quadrat plus irgendwas zum Quadrat. XB minus XA, das heißt immer, der X-Wert vom zweiten Punkt, in dem Fall war es B, hier heißt es Q, minus dem X-Wert vom ersten Punkt, hier heißt es P. Also, minus 3 minus minus 7,5. Und das Ganze zum Quadrat. Aufpassen auf die Klammern. Dann kommt Plus. Und jetzt kommen das Ganze mit den Y-Werten. Minus 7, minus 1.
Und dann habe ich die Formel aufgestellt. Das ist eigentlich das Wichtigste. Den Rest, den kann ich in den Taschenrechner eingeben. Oder natürlich erstmal hier noch bestimmen. Das gibt 4,5 zum Quadrat. Das gibt minus 8 zum Quadrat. Das Minus ist hier theoretisch wurscht, weil ein Quadrat das sowieso positiv macht. Und wenn ich das jetzt in den Taschenrechner eingebe, das passt leider nicht ganz auf die Folie, kommt 9,18 Längeneinheiten raus. So funktioniert das, wenn ich P und Q habe. Beim Vektor geht das Ganze noch leichter, denn da ist ja da oben schon Spitze minus Fuß gerechnet worden. Also da oben steht ja schon xb minus xa und hier steht schon yb minus ya. Also muss ich nur noch diese beiden Werte, einmal die x-Werte und die Differenz der y-Werte, quadrieren. Das heißt, hier unter die Wurzel schreiben und ich erhalte somit direkt meine 5,83, nur wenn ich einen Vektor habe. Also ein Vektor beschleunigt das Ganze. Deswegen ist das eigentlich die häufige Aufgabe. Aufpassen immer noch, wenn ich eine Länge berechnen will, und das mache ich durch ist gleich, ist gleich, ist gleich, muss immer, wenn ich Werte einsetze, dahinter ein Längeneinheiten stehen. Hier, hier, hier und hier und dann natürlich endgültig auch im Ergebnis. Das war's. Streckenlänge im Koordinatensystem.